Abend. Zweites deutsches Fernsehen heute Abend um 22.30 Uhr. Gut, dass Sie mit dabei sind heute zu diesem Thema. In das Flugzeug von Barcelona nach Düsseldorf wäre vorgestern kaum einer von uns mit Sorge eingestiegen. Eine deutsche Fluglinie, x-facher Routine, ein Kurzstreckenflug. 150 Menschen überlebten ihn nicht. War es ein Technikfehler, eine Fahrlässigkeit? Seit heute müssen wir davon ausgehen, so der französische Staatsanwaltschaft, dass der Copilot das Flugzeug vorsätzlich zum Absturz gebracht und zerstört hat. Das hieße 149-facher Mord und ein Suizid. In unseren schlimmsten Albträumen hätten wir uns das nicht vorstellen können, gibt heute der Chef der deutschen Lufthansa, Carsten Spohr, zu Protokoll. Kein System kann ein solches Einzelereignis ausschließen. Auch das ist wahr. Aber was bedeutet diese Erkenntnis für die Angehörigen und was für die Passagiere und Crews, die heute und morgen und übermorgen wieder in ein Flugzeug steigen? Unsere Gäste. Markus Wahl, Lufthansa-Pilot und Vorstandsmitglied der Pilotenvereinigung Cockpit. Peter Ramsauer, ehemaliger Bundesverkehrsminister und Vorsitzender des Bundestagswirtschaftsausschusses. Matthias von Randow, Geschäftsführer des Bundesverbandes der deutschen Luftverkehrswirtschaft. Maggie Schauer, Psychologin und Leiterin des Zentrums für Psychotraumatologie der Uni Konstanz. Und Andreas Späth, Journalist und Luftfahrtexperte. Sie sind zu Gast bei Maybrit Illner. Und damit ein Willkommen auf dieser Runde. Erste Frage heute Abend geht an Markus Wahl. Herr Wahl, Cockpit-Vereinigung der Piloten dieses Landes. Sie sind seit 12 Jahren Pilot. Sie kennen auch die Unglücksmaschine, haben die 3 Jahre Ihres Lebens geflogen. Ist oder war in Ihren Vorstellungen jemals ein solches Drama in einem Cockpit vorstellbar vorhanden, in Erwägung gezogen? Oder gehört das zum eigentlich nicht Denkbaren? Nein, in meinen 12 Jahren der fliegerischen Erfahrung hat es tatsächlich so eine Tragödie, so ein Unglück noch nicht gegeben. Jetzt müssen wir natürlich mal schauen, in welche Richtung die Flugunfalluntersuchungen uns führen, um dann noch bewerten zu können, für uns selber, war es denn wirklich das Drama, von dem im Moment alle ausgehen? Oder sollten wir nicht vielleicht doch warten, bis das Bild komplett ist, um dann erst unsere Schlussfolgerungen zu ziehen? Sie appellieren da ein bisschen an die entsprechende Mäßigung. Herr Späth, der französische Staatsanwalt war sich heute relativ sicher, von klaren Indizien dafür zu sprechen, dass es einen aktiv gesteuerten Sinkflug gegeben hat und offensichtlich auch einen präzisen Fingerzeig in die Richtung eines Täters braucht. Sie haben als einer der ersten Spezialisten, ohne die Auswertung dieses Voice-Recorders zu kennen, auch vermutet, dass es durchaus eben diesen aktiv eingeleiteten Sinkflug gegeben haben kann. Wie sind Sie auf die Idee gekommen? Lag das auf der Hand? Also sich das anzuschauen, was wir bisher wussten, bis heute Morgen wussten an Fakten, war eigentlich klar zu erkennen, dass dies kein Zufall sein konnte, was hier passiert ist, sondern dass das wirklich eine aktive Aktion eines Menschen gewesen sein muss, die natürlich von vornherein unerklärlich war, weil es würde kein Pilot wissentlich einen derartigen Sinkflug einleiten, wenn vor ihm die Alpen liegen. Ich muss mal kurz zu Herrn Wahl sagen, also erstaunlicherweise, und auch zum Staatsanwalt, ist das überhaupt nicht ungewöhnlich, dass Piloten mit ihrem Flugzeug Selbstmord begehen. Der letzte Fall ist 1,5 Jahre her, November 2013 in Namibia, eine moderne Embraer-Regionalmaschine. Der Pilot, fast genau wie in diesem Fall vorgestern, den Cockpit war allein im Cockpit, hat also einen Sinkflug eingeleitet, hat die Triebwerke gedrosselt, hat sogar die Luftbremsen ausgefahren und das Flugzeug ganz zielgenau auf den Boden gesteuert. Und die Untersuchungsbehörde sagt auch, es ist eindeutig Absicht gewesen, aber sie konnten auch damals überhaupt nicht feststellen, was seine Motive waren. Das wird vermutlich irgendwie hier so ähnlich enden, fürchte ich. Also deswegen, Sie sagen, in 12 Jahren gab es sowas nicht. Es gab es dauernd im Vergleich. Also es gibt etliche andere Fälle aus den letzten 10 Jahren alleine, bis zu 99 Egypt Air von Nantucket. Also das Motiv, dass ein Pilot sein Flugzeug für einen Massenmord und gleichzeitig Selbstmord benutzt, ist leider Gottes ziemlich üblich. Also in Anführungsstrichen kommt jedenfalls durchaus nicht so selten vor. Ich hatte ihn nach seiner persönlichen Erfahrung gefragt, Herr Wahl, waren Sie jemals in Ihrem Leben in einer Notsituation, die natürlich nicht so dramatisch war wie diese, aber in einer Notsituation im Cockpit eines Flugzeuges? Nun, Gott sei Dank sind mir wirklich schlimme Notsituationen in meiner Karriere bisher erspart geblieben. Es gab sicherlich den einen oder anderen kleinen Defekt, den
wo aber die Ausbildung geholfen hat, diesen denn auch so abzuhandeln, dass die maximale Sicherheit des Fluges jederzeit gewährleistet war. Die Spekulation, liebe Zuschauer, über technische Fehler, die es an diesem Flugzeug gegeben hat, die war in den letzten Tagen groß. Nun ist am heutigen Tag eine Wende tatsächlich eingetreten bei der Suche nach der Ursache dieser Katastrophe. Eine Zusammenfassung. Matthias von Randow ist Hauptgeschäftsführer des Bundesverbandes der deutschen Luftverkehrswirtschaft. Darin sind alle Fluggesellschaften organisiert und alle Flughäfen organisiert. Herr von Randow, wie ist diese Situation, diese neue Lage heute bei den Airlines aufgenommen worden, besonders bei Germanwings und Lufthansa? Frau Illner, wir sind in diesen Tagen und auch in diesen Stunden, glaube ich, alle miteinander, vor allen Dingen an der Seite der Angehörigen. Das ist das, was alle Kraft und alles Engagement auch von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und auch vom Vorstand der Unternehmen fordert und wo wir präsent sind. Da werden wir gefordert und da sind wir da. Mhm. Was wir heute von der französischen Staatsanwaltschaft gehört haben, ist für uns unfassbar. Es übersteigt das, was wir uns in all den Jahren, in denen wir Sicherheit zur Priorität gelebt haben, übersteigt unsere Vorstellungskraft. Aber wir haben Verantwortung und wir müssen handeln. Mhm. Und auch das wissen wir. Peter Ramsauer, ehemaliger Verkehrsminister, Sie leiten den Bundestagswirtschaftsausschuss. Herr Ramsauer, wir wissen heute offenbar, dass nicht die Technik schuld war. Wir wissen offenbar, dass der Mensch, ein einzelner Mensch, möglicher Täter dieser Katastrophe war. Ist das der noch dramatischere Befund, der noch brutalere? Ich glaube, man kann nicht sagen, was in dem Fall dramatischer ist, wie es in so einer Situation ja sein kann, dass kaum ein Wort richtig ist und auch jedes Wort irgendwie falsch sein kann. Das ist eine völlig außergewöhnliche Situation. Und im Übrigen, das hat jetzt schon ein bisschen durchgeklungen bei den anderen Beiträgen. Wissen Sie, wenn ein Staatsanwalt etwas behauptet, dann heißt das noch lange nicht, dass es wirklich definitiv so ist. Viele Staatsanwaltschaften und Staatsanwälte haben schon viel in die Welt gesetzt. Die Urteile waren dann völlig anders oft. Und wir haben den Stimmenrekorder jetzt ausgewertet. Der Flugdatenschreiber wurde bisher überhaupt nicht gefunden. Also was mich in einer solchen Situation stört, und ich habe in meinem Amt und vorher schon, also im Amt als Verkehrsminister, einige ähnliche Situationen erlebt, dass kaum ist etwas passiert, sofort Millionen von Richtern da sind, die genau wissen, wie es war. Und so ähnlich kommt mir das auch wieder vor. Jetzt werden Dinge als feststehend behauptet, als ob zig Zeugen an Bord gewesen wären, die das unmittelbar miterlebt haben. Ich glaube, das tut noch also gar keiner. Doch, ja, also kommt es aber rüber. Also so wirkt es auf mich. Und wie gesagt, ich habe solche Situationen erlebt. Ich neige dazu, immer sehr, sehr besonnen mit diesen Dingen umzugehen. Gerade im Hinblick auf die Angehörigen. Was wir diesen Angehörigen antun, ist unfassbar, wenn man nicht verantwortungsvoll mit dieser Datenlage umgeht. Wir tun das, weil es seit heute Mittag eine Information der französischen Staatsanwaltschaft gibt. Ansonsten würden wir natürlich auch nicht in dieser Form darüber reden. Aber Staatsanwaltschaftsangaben sind so, wie ich gerade gesagt habe. Wir fragen uns, die Urteile sind oft ganz anders. Wir fragen uns gleich nochmal, warum die französische Staatsanwaltschaft sich so verhält. Bei uns ist Maggie Schauer. Frau Schauer, Sie sind erfahrene Psychotherapeutin. Sie waren viel in Krisenländern unterwegs, auch in den Krisenländern Afrikas, haben natürlich auch einen professionellen Blick auf das, was da geschehen ist, und einen emotionalen. Was bedeutet die Information des heutigen Tages für die Menschen, die Opfer zu beklagen haben, für die Angehörigen? Macht es das alles noch schlimmer, obwohl es ohnehin schon undenkbar ist? Ja, für die Angehörigen, denke ich, macht es noch schlimmer. Für uns alle vielleicht weniger schlimm, weil es kein technisches Versagen ist, das uns in jeder anderen Maschine hier passieren könnte. Das heißt, es ist ein unglaublich schmaler Grat, jetzt wirklich zu sagen, was ist schlimmer, was nicht. Mhm. Aber wir haben, wenn Sie mich als Psychologin fragen, wir haben als Menschen diese Grundüberzeugung, die Menschen sind gut, die Welt ist gut, am Ende wird alles. Und jetzt bricht das komplett weg. Erst stürzt ein Flugzeug ab, ein deutsches, mit deutscher Technik.
einen deutschen Piloten. Und dann diese Neuigkeiten, die auf den Mord schließen lassen, letztlich auf den Mitnahmesuizid. Wir haben es heute schon mehrfach gehört. Mitnahmesuizid ist der Fachbegriff dafür. Ja. Ein erweiterter Suizid, das heißt, fremde Menschen mitzunehmen. Das ist natürlich noch mal ein Schock, weil jetzt bin ich schon verzweifelt und bin sehr traurig, habe alles verloren. Und jetzt kommt die Wut und diese Hilflosigkeit. Also die Dramatik, die stelle ich mir jetzt schon groß vor. Mhm. Mir haben heute viele Hörer gesagt, dass sie in der Tat erleichtert sind, als Flugpassagiere zu hören, dass es offenbar diese Ursache war und nicht ein technischer Defekt, dass sie jetzt wieder leichteren Herzens als noch heute Morgen in das Flugzeug steigen. Fand ich interessant. Wir haben allgemein gesagt, für die Angehörigen ist es jetzt viel schlimmer, das Wissend, was wir heute erfahren haben. Wir reden darüber auch noch, was das eigentlich bedeutet, zu wissen, dass es offensichtlich nicht die Technik und alle Vermutungen des gestrigen Tages waren, sondern offensichtlich der Mensch. Herr Wahl kann uns noch mal erklären, weil er sich in diesem Flugzeug besonders gut auskennt, was seit dem 9. November eigentlich verändert wurde und wer überhaupt diese Cockpit-Tür öffnen und schließen konnte. Wie funktioniert das? Diese Tür ist eingebaut worden nach den Anschlägen in New York. Es ist zum Gesetz geworden, dass es diese Tür eben geben muss. Und sie ist eben dazu da, um Personen draußen zu halten. Um Zutritt zum Cockpit zu erlangen, muss man einen Code eingeben, es gibt dann ein Signal im Cockpit und man muss sich identifizieren, um auch zu schauen, dass es auch der Richtige ist, der hier Zutritt hat. Natürlich hat der Hersteller und die Zulassungsbehörden an den Fall gedacht, dass es im Cockpit zu einer Ohnmacht kommt, zu einer Krankheit kommt. Und dafür ist der sogenannte Notfallcode gedacht, um dann auch... Den gibt es zusätzlich? Den gibt es zusätzlich, das ist ein anderer. Mhm. Der dann im Notfall eben dazu gedacht ist, die Tür für den Fall einer Ohnmacht eben auch von außen öffnen zu können. Wird der gewechselt sehr oft oder gibt es den einmal am Tag, einmal in der Woche? Wie oft wird der gewechselt, der Code? Ich glaube, inwieweit dieser Code sich ändert und wie er festgelegt wird, ist airline-spezifisch und hat auch sicherlich was mit Flugsicherheit zu tun. Deswegen glaube ich, dass das in der Öffentlichkeit gar nicht so bekannt ist. Vielleicht der Pilot wurde auch heute schon gesagt, in seiner Verwirrung, in seiner Aufregung vielleicht den falschen Code gehabt hat zum Beispiel. Deswegen frage ich, wie oft muss man sich einen neuen Code merken? Das, wäre die nächste Frage. Ja, hatte er überhaupt eine Chance? Hatte dieser erfahrene Pilot überhaupt eine Chance, diese geschlossene Tür zu öffnen? Er hat es versucht, er wollte hineinkommen. Gab es jenseits dieses Codes irgendeine Möglichkeit für ihn? Das ist eben die Frage, die, und Herr Ramsauer hat es vorhin gesagt, wenn wir von dem Bild der Flugunfalluntersuchung sprechen, dann fehlen noch viele Puzzleteile. Und gerade die Frage nach dem Kapitän, der dann versucht hat, in dieses Cockpit zu kommen, da gibt es noch sehr viele Unklarheiten. Hat er den Code nicht eingegeben? Hat die Tür nicht richtig funktioniert? Hat er in der Hektik, wie Sie gerade sagten, vielleicht den falschen Code eingegeben? Da gibt es, glaube ich, noch sehr viel, was deutlicher analysiert werden muss, bevor wir hier ein komplettes Bild bekommen. Mhm. Können wir uns trotzdem noch mal fragen, Herr Späth, was wir heute eigentlich dezidiert wissen, was die französische Staatsanwaltschaft gesagt hat und warum sie zu dem Schluss kommt, dass die wahrscheinlichste Ursache ist, dass wir es mit einem bewussten Absturz dieser Maschine zu tun haben. Also auf jeden Wir Fall, wissen, dass nur einer im Cockpit saß. Wir wissen, dass der zweite versucht hat, hineinzukommen und das nicht glückte. Und wir wissen, dass es Atemgeräusche gab. Und wir wissen auch, also der Anwalt klar gesagt, dass es eben eine willentliche Aktion des Co-Piloten war, der also offenbar bei vollem Bewusstsein war, hat uns erklärt, das habe ich schon verwundert, weil ein Staatsanwalt gerade in der kurzen Zeit seit dem Absturz, und wenn Sie sich anschauen, wie die Wrackteile aussehen, wo die verteilt sind, wie auch der Rekorder ziemlich beschädigt war, und gestern noch hieß, es wäre ganz schwierig, überhaupt irgendwas zu analysieren, weil eben die Daten wohl nicht so vorliegen, wie sie normalerweise sein sollten, dass dann plötzlich innerhalb weniger Stunden später, wo die Behörden übrigens gerade heute Morgen noch und gestern Abend von Niki Lauda massiv kritisiert wurden, dass sie so wenig mitteilen, waren wir heute Morgen alle bass erstaunt, dass dann so weite Folgerungen auch vom Staatsanwalt bereits gezogen wurden, etwa der die Atemgeräusche interpretiert hat und gesagt hat, es gab also offenbar weder einen Herzinfarkt noch eine Ohnmacht, denn er hat normal geatmet. Mhm. Also ich bin kein Arzt, könnte das nicht machen und er vermutlich auch nicht. Also insofern war zumindest die entscheidende Aussage für mich, dass er ganz klar gesagt hat, Schuld war im Prinzip der Co-Pilot und der hat aktiv
negativ zum Unwohl des Fluges hier eingegriffen. Und er hat auch gesagt, dass ausgeschlossen werden kann, dass er in einer, dieser Co-Pilot in einer Ohnmacht auf diesen Schalter gefallen ist, weil der Schalter im Grunde bewusst oder dieser Knopf bewusst gedreht werden muss, wenn man einen aktiven Sinkflug einleiten will. Das hat er erklärt mit dem Atemgeräuschen im Grunde nur als Beleg. Und das fand ich eben auch ein bisschen wenig oder eine bisschen sehr weitreichende Schlussfolgerung für eigentlich Dinge, die auch im Grunde auch wirklich rein vom zeitlichen Ablauf noch gar nicht erforscht sein können im Moment, finde ich. Okay. Was halten Sie denn noch für möglich, wenn wir durch den französischen Staatsanwalt, das ist die These von Herrn Ramsauer, eine Variante angeboten haben, aber Sie dazu raten, jetzt irgendwie davon noch nicht hundertprozentig überzeugt zu sein, was niemand ist? Also, es gibt zumindest Fälle, scheint die wahrscheinlichste Jahren, Variante zu sein. Genau, die ist ja auch relativ einfach, weil sie jetzt auch relativ simpel daherkommt und alle sich in einer gewissen Weise freuen, zumindest über die Klarheit, die heute herrschte. Mhm. Aber die als solche macht etwas skeptisch, finde ich, diese Klarheit, weil eigentlich kann sie wirklich noch nicht so vorhanden sein, wenn man das mit menschlichem Ermessen und sich auskennt mit Flugunfallermittlung, was normalerweise oft jahrelange akribische Arbeit ist. Ich bin selber schon in Washington bei der NTSB, das ist die amerikanische und weltweit führende Behörde, im Labor gewesen, habe mir angesehen, wie komplex Analysen gerade von nicht vollkommen vorhandenen Daten sind. Und schon deswegen habe ich eine gewisse Skepsis, wie so ein Mann, der definitiv kein Luftfahrtfachmann sein kann, heute uns diese weitreichenden Dinge präsentiert. Und er hat, wie gesagt, es gibt frühere Beispiele, gerade aus Frankreich, wo die Staatsanwaltschaft oft, gerade wenn es um Airbus ging, also im Prinzip, was in Frankreich als ein sehr französisches Unternehmen empfunden wird. Sehr französisch. Ja, faktisch ja auch deutsch, sehr stark, und spanisch, englisch, alles Mögliche. Aber in Frankreich wird es als eine nationale Firma empfunden. Und es gab zumindest, ich sag, muss ganz vorsichtig sein, es gab früher Fälle, wo es doch auffiel, dass Staatsanwaltschaften möglichst Schaden von Airbus fernhalten wollten. Da will ich in keiner Weise behaupten, dass das heute der Fall war, aber die Fälle gab es früher. Es gab ja einige A320-Absturz, ich denke an Air Inter, Mont-Saint-Odile, solche Geschichten in den 90er Jahren. In der frühen Zeit dieses damals nagelneuen und ungewöhnlichen Flugzeugs A320, dass da wirklich offensichtlich war, dass hier die Behörden auch möglichst Klagen und Schaden von Airbus abwenden wollten. Das heißt, ich würde vielleicht heute auch noch nicht so weit gehen, unbedingt vollkommen technische Ursachen auszuschließen, was er aber heute getan hat. Das heißt aber im Grunde, dass Sie die Vermutung haben, dass es durchaus möglich wäre, dass, sorry, wenn ich das so formuliere, dass das eine gesteuerte staatsanwaltschaftliche Ermittlung ist und dass die gezielt vermeiden wollen, dass es größere Unternehmen trifft und dass das in unser aller Interesse sein soll? Nein, muss ich ganz klar Nein sagen, das behaupte ich überhaupt nicht. Ich sage nur einfach, ich habe mich gewundert über die heute weitgehenden Schlussfolgerungen und ich kenne frühere Fälle, wo es so war, dass eben eigentlich Airbus geschützt werden sollte. Aber ich möchte ganz klar sagen, weil ich sonst morgen wieder überall Haue kriege, ich behaupte nicht, dass es hier so war und dass hier der Staatsanwalt Grund hat, irgendwas von Airbus fernzuhalten. Aber es gibt halt frühere Fälle dieser Art. Genau. Und Sie sagen, dass wir einen begründeten Zweifel daran haben sollten, uns jetzt dieser Theorie schon anzuschließen? Also zumindest halte ich es für voreilig, jetzt ganz klar von Suizid zu sprechen. Ich glaube, so weit können wir nicht sein. Und dafür gibt es auch bis heute wirklich keine Beweise. Was eine große Rolle gespielt hat in den Fragen des heutigen Tages, war natürlich die, weil wir über einen einzelnen Menschen reden, vielleicht, war natürlich die Frage, wie eigentlich die Piloten ausgewählt und wie sie getestet werden in und für ihre Tätigkeit. Herr Wahl, Sie können das beschreiben, weil diese Tests in der Lufthansa bei Germanwings sehr weitgehend sind und weil sie sehr häufig passieren. Wie häufig? Es stimmt, schon allein das Auswahlverfahren, um überhaupt Pilot werden zu können, die Lufthansa durchführt, ist eines der härtesten, intensivsten und wahrscheinlich auch gründlichsten Auswahlverfahren. Es wird dort nicht nur die kognitive Leistung abgefragt, sondern der gesammelte Screening-Prozess wird von einem Psychologen begleitet, um auch die psychologische Eignung der Anwärter dann zu beurteilen. Und auch während der gesammelten Ausbildung wird der Pilot kontinuierlich überwacht, bevor er dann in den Linienalltag entlassen wird. Aber auch dort werde ich als Pilot weiter getestet. Viermal im Jahr muss ich in den Simulator. Und meine Fähigkeiten. Viermal im Jahr, das heißt einmal im Quartal. Da werden diese Notsituationen auch probiert, durchprobiert? Genau, im Simulator werden eine Notsituation nach der anderen trainiert und durchgespielt, um eben zu gewährleisten, dass der Pilot A, auf alles vorbereitet ist und B, dann auch bei jeglichem Notfall die richtige Reaktion zeigt. Gibt es, um es ganz banal zu fragen, auch eine Überprüfung des seelischen Zustandes des Piloten? Oder sind das alles Not- und Stressprüfungen, die abgefragt werden und durchprobiert werden und weniger der Seelenlage, der Psyche?
eine explizite psychologische Begutachtung oder eine psychologische Untersuchung findet nicht mehr statt. Allerdings gibt es schon gespannte Sicherheitsnetze. Mhm. Es fängt damit an, dass ich zu jeder Tour wahrscheinlich mit einem Kollegen im Cockpit sitze, den ich nicht kannte. Und sollte ich natürlich irgendwelche Auffälligkeiten in meinem persönlichen Verhalten zeigen, gibt es schon interne, ich sag mal, Meldesysteme, wo der Kollege die Möglichkeit hat, diese Systeme zu melden. Und es gibt darüber hinaus auch einmal im Jahr das sogenannte Medical, die körperliche Untersuchung auf Fitness. Und dort findet natürlich nicht nur die Untersuchung auf die Gesundheit, auf die körperliche Gesundheit statt, sondern auch das Arztgespräch. Und ich glaube, jeder verantwortungsvolle Fliegerarzt würde einem das Medical verweigern, wenn sich denn hier schon auch auf der psychologischen Seite abzeichnen würde, dass etwas nicht in Ordnung ist. Auch da muss sich was ändern, definitiv nach dem heutigen Tag, weil es ist wirklich nicht hinzunehmen, wie auch Herr Spohr heute offen zugegeben hat, dass eben ein Lufthansa-Pilot nur vor Beginn seiner Karriere, bevor er überhaupt ins Cockpit gelassen wird, einmal getestet wird, als vermutlich Mitte 20-Jähriger oder Jährige. Und dann fliegt er, bis er 65 ist. Das kann nicht angehen, dass man das nie wieder wirklich auch prüft. Ich denke, das Medical ist für Piloten eine ganz wichtige Sache. Ihr Medical, dieser medizinische Check, der muss einmal im Jahr bestehen, wie Herr Wahl zu Recht sagt. Und das ist für Piloten oft eine große Angstsituation, weil wenn sie nämlich nicht ganz sicher sind, ob sie ihr Medical bekommen, dann endet ihre Karriere, wenn sie Pech haben, schon sehr früh. Das ist auch völlig berechtigt so, weil es eben wichtig ist, dass Piloten gesund sind, völlig klar. Aber eben nicht nur körperlich, sondern auch seelisch muss, glaube ich, mehr getan werden, vielleicht nicht jedes Jahr. Aber ich würde sagen, alle paar Jahre, alle fünf Jahre, was auch immer. Aber da eine Art Check einzuführen. Haben Sie das irgendwann schon mal gefordert? Ich meine, kommen Sie jetzt erst drauf? Das kann ja durchaus sein, dass man aus sowas was lernt. Also Leute, ich bin auch als Politiker gewesen. Solche Leute wie Sie kommen jetzt mit allen möglichen tollen Vorschlägen. Sie haben recht. Es ist viel bessere Wisserei unterwegs zurzeit. Wir haben ja die Situation, dass wir, Herr Wahl hat darauf hingewiesen, hat sie erläutert, wir haben natürlich regelmäßige Untersuchungen, wir haben regelmäßige Trainings, auch der Piloten. Bei diesen Trainings werden die Piloten begleitet von sehr erfahrenen Ausbildungspiloten. In diesen Trainings finden Beobachtungen statt. Mhm. Nicht nur der fachlichen Qualifikation, sondern natürlich auch Verhalten, die Stabilität der Persönlichkeit. Das ist wichtig, das wissen unsere Piloten. Und das führt natürlich dazu, dass wir auch ein hohes Maß an Sicherheit haben und Verlässlichkeit unter den Piloten. Nicht anders ist ja zu erklären, dass wir dieses hohe Maß an Sicherheit erreicht haben. Und trotzdem, Herr Van Rano, muss doch die Frage gestattet sein, es sind die Sicherheitsvorkehrungen für die Fluggäste extrem verschärft worden. Die Fluggeräte, die Flugzeuge werden penibelst überprüft. Die Frage von Herrn Späth, hat man vielleicht außer Acht gelassen, dass es nicht nur einen Angriff von außen geben kann, sondern auch einen Angriff von innen? Ist der Faktor Mensch dann vielleicht doch nicht so sehr im Fokus gewesen? Der Faktor Mensch ist ja einer der zentralen Faktoren auch der Sicherheit beim Fliegen. Und deswegen sind die Anforderungen ja auch an die Piloten und nicht nur an die Piloten, sondern eigentlich an alle, die an sicherheitsrelevanten Stellen arbeiten, in einer Fluggesellschaft und in anderen Bereichen des Luftverkehrs, ja auch so hoch, wie sie sind. Und die Anforderungen an die Sicherheit sind ja auch verschärft worden über die Jahre. Ich will auf Folgendes noch mal hinweisen, was, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt ist. Wir haben dieses hohe Niveau an Sicherheit ja auch dadurch erreicht, dass wir Unfälle, die passieren, intensivst auswerten. Wir haben heute eine ganz wichtige erste Information bekommen. Wir haben den Voice Recorder auswerten können. Wir haben erste Ergebnisse daraus. Das ist ein sehr wichtiges Ergebnis. Aber es folgen natürlich wesentliche weitere Untersuchungen. Wir brauchen auch den Flugdatenschreiber. Mhm. Wir haben das alles noch nicht. Das hat Herr Ramsauer vorhin gesagt. Und es ist wichtig, dass wir diese Dinge zusammennehmen, um wirklich beurteilen zu können und Schlussfolgerungen rauszuziehen. Und dieses Schlussfolgerungen rausziehen ist ein Element in den Sicherheitsverfahren beim Fliegen. Und das ist uns, glaube ich, allen ganz wichtig, dass dieses auch entsprechend seriös gemacht wird. Das wollen wir unbedingt. Die Fluggesellschaften haben heute schon begonnen, Konsequenzen anzudeuten. Und nicht nur anzudeuten, sondern auch umzusetzen. Sie wollen ab
morgen einzelne Fluglinien wie EasyJet beispielsweise und wie Germanwings und Air Canada und Air Berlin wollen ab morgen bereits das sogenannte Vier-Augen-Prinzip in der Kanzel einführen, im Cockpit einführen, um zu vermeiden, dass zukünftig eben nur ein Pilot oder Co-Pilot noch im Cockpit sitzt. Frage nochmal an den ehemaligen Verkehrsminister Herr Ramsauer. Ist es vielleicht so, dass man das bisher zu gering geschätzt hat oder zu sehr unterschätzt hat, dass diese große Verantwortung, wenn sie denn in der Hand eines Einzelnen liegt, tatsächlich schwer zu tragen und zu rechtfertigen ist? Wenn man so eine Vorhaltung jetzt machen würde, dann würde keine man... Keine Vorhaltung, das ist nur eine Frage. Naja, aber da steckt eine kleine Vorhaltung drin. In einer solchen Frage steckt ein bisschen Vorhaltung drin. Und das würde bedeuten, dass man den zuständigen Behörden oder Selbstverwaltungsorganen, die es in dem Bereich gibt, die Organisationen, auch einen schweren Unterlassungsvorwurf machen würde. Gar nicht, wir wollen das lernen. Doch, aus meiner Erfahrung, ich habe bei der Vulkanaschewolke, ist jetzt vergessen, ja, das ist jetzt genau 5 Jahre her, wird jetzt am 16. April, genau 5 Jahre, als das losging. Da ging es ja auch um Sicherheitsfragen. Und für mich war damals auch im Kugelhagel der Kritik immer oberste Maßgabe Sicherheit, Sicherheit und nochmal Sicherheit. Die Erfahrung aus diesen schlimmen 5 Tagen war, dass wir allerhöchste Sicherheitsstandards haben von den nationalen Behörden, bei den Airlines bis hin zur weltweit obersten Behörde für die zivile Luftfahrt, die ICAO, International Civil Aviation Organization in Montreal. Und das Ganze ist natürlich kein statisches System, sondern ein lernendes. Mit allem, das haben Sie gerade gesagt, Herr Wahl und auch Herr von Randow, mit jeder kleinen Erkenntnis wird das System immer noch sicherer und noch sicherer. Wenn genau jetzt solche Maßnahmen ergriffen werden, dann ist das gut. Aber man kann davon nicht ableiten, dass bisher sich irgendeine Organisation oder zuständige Stelle eines Versäumnisses schuldig gemacht hätte. Warum haben es die Amerikaner bisher immer anders gemacht, Herr Wahl? Warum haben die Amerikaner dieses Vier-Augen-Prinzip? Nicht alle. Manche amerikanischen Airlines, entschuldige, wir wollen unbedingt in dieser Sendung auch bei den Details völlig korrekt bleiben. Warum ist es bei amerikanischen Airlines eher üblich als bei europäischen? Warum haben wir dieses Vier-Augen-Prinzip noch nicht? Das ist eine gute Frage, warum wir das noch nicht implementiert haben. Ich glaube aber, dass wir uns mit der Sicherheit in der europäischen Luftfahrt nicht verstecken müssen. Wir müssen nicht immer mit dem Blick auf die andere Seite des Atlantiks schauen und schauen, was ist dort besser, sondern ich glaube, wir können schon sagen, dass wir hier eine gute Sicherheitskultur haben. Mhm. Zu der Forderung nach dem Zwei-Augen-Prinzip jetzt ist es richtig, das hat Herr von Randow vorhin gesagt, dass wir aus Flugunfällen lernen müssen. Man muss aber vorsichtig sein mit vorschnellen Forderungen, mit quasi Schüssen aus der Hüfte. Jetzt aus vielleicht irgendeinem Willen heraus ein Problem schnell zu lösen, ohne das Problem in seiner Vollumfänglichkeit verstanden zu haben, mag in die falsche Richtung gehen. Heute war wirklich, das wirkte wirklich wie Aktionismus heute. Das konzertierte Aktion, 5 Stunden nachdem der Anwalt davon gesprochen hat, plötzlich Europa nachzieht, EasyJet, Air Berlin und wer sonst noch alles. Sie werfen mir gerade vor, ich stelle jetzt Forderungen, weil es wohlfeil ist heute. Ich finde, das Vier-Augen-Prinzip im Cockpit, da ist wirklich nicht erwiesen, dass das wirklich das bessere Konzept ist, wie wir zu Recht gesagt haben gerade. Es machen eben manche auch bedeutende Airlines wie Lufthansa bewusst nicht bisher. Ich denke, die Forderung, die heute erwächst, dass man die Piloten auch während ihrer Karriere psychologisch überwacht, die halte ich für viel unbestrittener als die andere Frage, ob man das Vier-Augen-Prinzip einführt. Das ist natürlich auch einfacher ist zu machen. So, dass selbst der beste Test nicht 100% greift. Der ist auf die Mitwirkung des Piloten angewiesen, so eine Diagnostik. Ich kann die Intelligenz testen und ich kann das Gedächtnis testen. Ich kann den frustrieren und gucken, wie groß ist die Frustrationstoleranz. Ich kann aber nicht ein Thermometer reinhalten und sagen, da ist jetzt 100%ige Sicherheit mit der Psyche. Also solche Gespräche sind ja immer auch auf den Mitwirkung angewiesen. Und ich denke, dass da eine Restunsicherheit bleibt, selbst wenn sie regelmäßige selbst wenn es regelmäßige psychische Tests gäbe. Ja. Das heißt, in Ihren Augen, Frage an die Psychologin, in Ihren Augen wäre es durchaus schlau, jemanden nicht alleine im Flugcockpit sitzen zu lassen?
also dieses Vier-Augen-Prinzip einzuführen. Was spricht aus der Sicht der Kenner der Branche dagegen? Warum haben europäische Airlines, unter anderem die Lufthansa, das anders entschieden? Carsten Spohr sagt heute Abend noch, dass er sich nicht festlegen möchte, wiewohl es andere deutsche Linien getan haben. Wir haben natürlich, nachdem wir die Ergebnisse der Staatsanwaltschaft heute gehört haben, haben wir uns zur Beratung auch zusammengefunden auf Expertenebene heute Abend. Wir sind direkt zusammengekommen, um zu beraten, gibt es Dinge, über die wir schnell entscheiden müssen? Gibt es Dinge, die auch in der Diskussion sind, wie beispielsweise das Vier-Augen-Prinzip? Müssen wir Schlussfolgerungen daraus ziehen? Und wir haben gesagt, es gibt Möglichkeiten, hier etwas zu tun. Mhm. Wir wollen aber, und da bin ich ganz bei denen, die sagen, lasst uns nicht schnell Schüsse machen. Wir wollen dieses auch mit der zuständigen Sicherheitsbehörde, mit der Aufsichtsbehörde, mit dem Luftfahrtbundesamt beraten. Wir haben das Luftfahrtbundesamt eingeladen. Wir werden morgen mit dem Amt sprechen. Wir werden darlegen, was unsere Überlegungen sind. Und wir werden dann entscheiden. Mhm. Wäre es durch eine Airline überhaupt zu leisten? Lufthansa ist in entsprechenden Situationen und in einer entsprechenden harten Situation am Markt. Verhandelt unter anderem gerade mit Cockpit. Germanwings ist die billigere Tochter, die im Herbst eigentlich zu Eurowings umgewandelt werden soll. Ist es nicht nur theoretisch gefragt, sondern ganz praktisch gefragt überhaupt leistbar, dass einer aus dem Kabinenpersonal respektive ein dritter Pilot mit auf die Maschinen geht? Inwieweit das rein faktisch leistbar ist, müsste man sicherlich dann im aktuellen Betriebsablauf sehen, ob das wirklich so umzusetzen ist. Andere Airlines haben es umgesetzt. Ob das so sinnvoll ist, da gibt es sicherlich ganz viele Fragen, die dort beleuchtet werden müssen. Aber was lässt, also sagen Sie, was sind das für Fragen? Was lässt Sie zweifeln zu sagen, das, was Germanwings, was EasyJet, was Air Canada jetzt macht, was wer noch Air Berlin jetzt macht, die sind aktionistisch und haben es nicht zu Ende überlegt. Was sind das für Fragen? Das Tempo ist irgendwie verdächtig. Zum einen natürlich das Tempo, aber wenn man das inhaltlich betrachtet, geht schon um so eine Frage, kann denn ein anwesendes Crewmitglied wirklich Unheil verhindern? Mhm. Welches Unheil soll denn damit verhindert werden? Nur, dass jemand alleine sitzt, soll verhindert werden, dass er krank wird, dass er ohnmächtig wird oder soll dort vielleicht tatsächlich so etwas wie der Suizid verhindert werden. Kann es denn jemand verhindern, der hinten dran sitzt? Oder begibt er sich nicht automatisch oder würde er sich nicht automatisch dann in Gefahr begeben, wenn einer denn so gewillt ist, irgendetwas Böses zu tun? Er hätte in diesem konkreten Fall versuchen können, die Tür zu öffnen. Ich glaube, darum geht es auch im Primären, dass das wirklich eine Art Türöffnerin oder Türöffner sein soll. Weil es geht ja um Flugbegleiter im Wesentlichen. Es wird ja kein dritter Pilot deswegen mitfliegen, um also einem zweiten da zur Seite zu springen, wenn der erste aufs Klo geht. Also es ist schon Tatsache so, dass es eigentlich darum geht, dass jemand, der lizenziert ist als Besatzung, sprich Flugbegleiter oder Flugbegleiterin, dass die eben damit kurzzeitig hingeht. Und für den Fall, dass der verharrende Pilot dort eben handlungsunfähig wird, ohnmächtig hat und was auch immer, kann es ja sein, dass die Tür auf Lock steht, das Schloss, und eben keiner mehr reinkommt von draußen. Für diesen Fall eben diese andere Kraft dort sitzt, die zumindest die Tür bedienen kann. Das ist, glaube ich, die Idee. Mhm. Ja, für diesen Fall gibt es ja eben den Notfallcode, dass dort vorne jemand eben nicht mehr handlungsfähig ist. Trotzdem geht das ja nicht, haben wir ja gelernt heute noch. Doch, technisch gesehen ist es schon so, dass für den Fall eines handlungsunfähigen Piloten die Tür sich selbst entriegelt. Nach 20 Minuten, Nach einer vorher festgelegten Zeit, 20 Minuten. Nein, wir sprechen ja nicht von 20 Minuten, sondern schon von Zeiträumen, in denen Aktionen möglich sind. Das heißt, 5 bis 20 Minuten. Was ist da die präzise Auskunft? Wie lange diese Tür geschlossen bleibt? Diese Tür bleibt, ich sag mal, von 30 Sekunden aufwärts bis mehrere Minuten erstmal geschlossen. Das legt dann die Airline fest. Ja, da 15 kann man bis 20 Minuten normalerweise, zwischen 15 und 20. Nein, das stimmt einfach nicht. Bei mehreren großen deutschen Airlines, die Zahlen ich jetzt kenne, liegt es eher im Minutenbereich, und zwar im deutlich einstelligen Minutenbereich. Also was wir bei unseren Beratungen doch auch heute wieder festgestellt haben, es ist so, dass diese Fragen komplex sind, dass wir natürlich sagen, wenn dieses ein Instrument ist, das helfen kann, und dazu müssen eben diese ganzen Prozesse, die auch Herr Wahl eben erläutert hat, müssen genau durchdiskutiert werden, nachvollzogen werden, und dann kann man so etwas entscheiden. Mhm. Weil noch einmal, in der Sicherheit im Luftverkehr, Schnellschüsse sind das Falscheste, was man machen kann. Mhm. Was wir brauchen, sind sichere Verfahren, die belastbar sind. Und das haben wir heute besprochen. Mhm. Und wir werden auch den Schritt gehen, morgen auch noch einmal mit dem Luftfahrtbundesamt zu beraten. Mhm. Ich glaube, es ist gut, wenn wir uns die Zeit geben, solche Dinge
wirklich fundiert zu machen. Aber was war denn das dann bitte heute? Das war doch definitiv wieder von wenigen Stunden für die Entscheidung. Berlin zum Beispiel macht das jetzt ab morgen. Das war doch bitte ein Schnellschuss, oder nicht? Ich muss zumindest sagen, dass das Entscheidungen sind, die getroffen worden sind. Und das sind vorläufige Entscheidungen. Das haben die Gesellschaften auch genau so kommuniziert bereits. Das sind vorläufige Entscheidungen. Da werden erste Schritte gegangen. Und wir sind uns einig, dass man das durchdiskutieren muss, durchdeklinieren muss, um zu gucken, ob das wirklich Prozedere werden. Mhm. Es kommt ja noch eins dazu. Das dürfen wir nicht vergessen. Wir haben ja die Situation, dass wir internationalen Luftverkehr haben. Wir müssen schauen, dass wir die Sicherheitsverfahren auf internationaler Ebene festlegen. Und das können wir, dazu haben wir die Institution. Wir haben auf der internationalen Ebene die UNO-Organisation der Luftfahrt, die ICAO. Wir haben auf der europäischen Ebene die Europäische Luftsicherheitsbehörde. Dort sind die Stellen, wo wir letztendlich verbindliche Verfahren festlegen. Und das hat uns auch gezeigt, den Weg, den wir über diese Verfahren gehen, dass wir Sicherheit auch produzieren können und organisieren können. Wir müssen und sollten uns an diesem heutigen Abend noch mal fragen, weil er am Mittag eben eine besondere Wende nahm und besondere Informationen bekam, Frau Schauer, ob das alles dazu gut ist, uns die Angst vor dem Fliegen irgendwann wieder zu nehmen und ob das überhaupt möglich ist so schnell. Ja, die Angst vor dem Fliegen, die haben wir alle. Und ein unmulmiges Gefühl ist es immer, zumindest beim Starten und beim Landen. Sonst merken die wenigsten Leute, die nicht Flugangst haben, nichts davon. Das Problem ist tatsächlich, dass es ja keine Sicherheit gibt. Also es wird auch nicht den perfekten Roboter geben. Es gibt dann immer Menschen, ob es ein oder zwei sind. Zwei sind besser als einer. Das heißt, diese Ängste, die die Situation jetzt schürt, die sind natürlich da. Wir haben da keine Sicherheit. Und letzten Endes ist es der Ausnahmefall. Wenn wir annehmen, dass dieser Andreas L., 27 Jahre jung, aus Montabaur, sich selbst töten wollte, gibt es irgendeine Erklärung dafür, warum er 146 Menschen mit 49 Menschen mitgerissen hat? Ja. Ja, es gibt mehrere. Es gibt die Möglichkeit, eigentlich so einen erweiterten Suizid zu machen. So nennt man das, wenn man Leute mitnimmt, die nicht auch sich suizidieren wollen. In der Regel sind es Beziehungstaten, zum Beispiel Eltern, die ihre Kinder mit in den Tod nehmen und die nicht alleine lassen wollen, auch in so einer Idee, denen geschieht vielleicht was Böses, wenn ich mich umbringe und die leben noch. Oder auch Eifersuchtstaten. Das heißt, es ist sehr auf bekannte Menschen angelegt. Dieser Fall, der ist eigentlich ungewöhnlicher, weil es ja fremde Menschen sind. Das heißt, da könnte man sich schon vorstellen, dass der, bei unserem Piloten wissen wir es nicht, aber wenn so ein Fall eintritt, dass so jemand tatsächlich das Aufsehen erregen möchte und dann auch eine gewisse Narzissmus da ist, ein gewisses Ego da ist, der möchte auch eine Botschaft. Womöglich kriegen wir die noch, wenn es einen Brief je gäbe. Also das ist schon nicht nur eine Verzweiflungstat im stillen Kämmerchen, sondern da soll eine Botschaft an die Welt. Und ich denke, so wie wir hier sind und jeder, der die Medien verfolgt, er hat da, so jemand hätte sein Ziel ja dann erreicht. Ne? Er hat eine 6-monatige Auszeit genommen im Jahre 2008. Auch da gibt es eine erste Vermutung oder Spekulation eines Kollegen von Spiegel Online, dass er Verwandten und Freunden auch den Befund gesagt hatte für diese Auszeit, nämlich eine Neigung zu Depressionen. Was würde das in diesem Mosaik, so es denn eines ist, als Stein hinzufügen? Also wenn wir sagen, Sie haben so harte Tests und der fällt nicht auf oder jemand, der nicht belastbar ist, würde das nicht bestehen, dann wäre das ganz klassisch zu sagen, da muss es eine Stelle geben, an der man nicht mehr konnte. Also dann muss es in irgendeiner Hinsicht eine Dysfunktionalität geben, entweder sozial, die auffällig ist, oder beruflich. Und in dem Fall war es so, nach allem, was wir wissen, beruflich. Das heißt, es würde schon dazu passen, dass es tatsächlich vielleicht eine psychische Problematik darunter liegt. Mhm. Sonst kriegen Sie die Diagnose gar nicht, wenn Sie hundertprozentig funktionieren. Und es ist nicht intelligenzabhängig. Das ist durchaus vielleicht sogar ein übermäßig intelligenter Mensch. Ne? Aber er kann eben doch nicht alles bestehen, und zwar dauerhaft, sondern
ist in Schüben, dann doch gibt es Einbrüche. Was bedeutet diese Situation eigentlich für die Angehörigen und Opfer, die in dieser Runde auch schon heute eine Rolle gespielt haben? Sie hatten sehr kurz nach diesem Unglück, nach dieser Katastrophe, die Gewissheit, dass ihre Angehörigen verstorben sind. Heute nun kommen neue Indizien hinzu. Was macht das mit den Menschen? Sie haben, Frau Schauer, vorhin schon gesagt, dass nun zu dieser großen Trauer, zu dieser unermesslichen Trauer die Wut kommt und ein vermeintlicher Schuldiger. Wie geht man als Therapeut damit um? Was tut man? Ja, das ist immer die Frage, was machen die Notfallpsychologen da vor Ort? Es gibt ganz wenig Evidenz, ganz wenig. Natürlich verbietet sich in so einer Situation zu sagen, jetzt nehmen wir die Angehörigen, untersuchen die und gucken, welchen es besser geht, welche Maßnahmen greifen. Das ist einfach ein moralisches Problem, hier Forschung zu betreiben, wo wir es dringend bräuchten. Was gemacht wird in der Regel und was ich auch so mitgekriegt habe heute und gestern, dass man die Menschen abschirmt. Zunächst mal, um dann noch mehr Gesichtsverlust und jeder will die Emotionen haben, so einfach diese sichere Zone, die da geschaffen wurde. Und dann würde man laut Lehrbuch dosiert und annehmbar Informationen geben, was ja jetzt nicht stattfindet. Das ist ja jetzt eigentlich so eine grauenvolle Scheibchentechnik, wird nach jeder paar Stunden noch mal schlimmer. Aber das möchte man eigentlich nicht. Man möchte die Wahrheit, soweit man sie hat, konkret, direkt sagen und dann nicht mehr noch nachlegen müssen, weil sie dadurch diese Erregung hochhalten. Die Leute sind dann extrem angespannt und immer kommt noch was und die können sich gar nicht beruhigen. Und das macht in der Folge sehr viele psychische Probleme. Das wissen wir. Das heißt, was sie dann noch machen würden, wären soziale Einbindung, also wirklich die Freunde bringen, die Verwandten bringen, damit sich diese Menschen beruhigen können, auch physiologisch beruhigen können. Sie haben gesagt, dass die Informationen so nach und nach kommen, ist eine zusätzliche Grausamkeit. Würde es denn helfen, sie tatsächlich abzuschirmen davon? Das darf man ja eigentlich auch. Das ist ja auch unethisch. Ja. Nein, abschirmen kann man niemanden. Es ist nur die Tragik des Geschehens, dass das so peu à peu jetzt. Also eigentlich lernt jeder Polizist, der diese schlechte Nachricht überbringen muss, meines Wissens, dass er zur Haustüre geht, dann geht man rein und setzt sich und dann wird gesagt, was gesagt werden muss. Und dann nichts hinzufügen, dann auch noch nicht spekulieren, sondern wirklich nur die Fakten mal auf den Tisch legen und dann gar nicht mehr viel. Und jetzt machen wir eigentlich genau das Gegenteil. Der geliebte Mensch ist verloren, nur um das noch mal zu verstehen, der geliebte Mensch ist verloren, das ist auch nicht wiederherholbar und nicht wiedergutmachbar. Woher kommt trotzdem der Wunsch, unbedingt an diesen Unglücksort zu reisen? Warum wollen Angehörige und Freunde dahin? Ja, also das habe ich mich heute auch gefragt und ich hatte in einer anderen Gelegenheit mal bei einem Massaker damit zu tun und da war es einfach so, letztlich ist der Mensch unglaublich gebunden an seine Liebsten, mit denen er in Beziehung ist und die Bindung reißt so schnell nicht ab und man hat auch so diese illusionäre Idee, ich gehe da hin und mache noch was. Jeder weiß natürlich, ich kann nichts mehr machen, wenn ich die Bilder sehe, aber es ist dieser Versuch, es gibt auch Suchverhalten von Trauernden, diese lange Zeit, in der ich einfach gar nicht loslassen kann, die spielt eine große Rolle. Wie wichtig ist für diese Angehörigen und Freunde auch die Beerdigung des geliebten Menschen? Ja, das ist die Frage. Wir haben natürlich in unserer Welt, in unserer Sozialisation die Idee, wir möchten den Leichnam beerdigen. Gibt ganz andere Formen der Rituale. Ich glaube, es geht nicht so sehr um die Beerdigung, es geht eigentlich um das Ritual der Gemeinsamkeit. Und zwar schafft die Beerdigung einen Ort, an dem ich in Kontakt kommen kann mit dem verlorenen Menschen. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass wir nicht gleich sagen, jetzt müssen Sie loslassen, der Mensch ist tot, sondern eigentlich müssen wir den Angehörigen helfen, dass sie trotz des Todes Rituale finden, die diese Beziehung verinnerlichen, aufrechterhalten. Und zwar nicht zu einem Grad, dass ich gar nicht mit dem Leben weitermachen kann, sondern so, dass ich beides habe, ausbalanciert. Also jemand, der mir immer lieb bleibt und gleichzeitig kann ich irgendwann, aber das ist viel zu früh. Darüber zu reden. Ja, also klar ist offensichtlich heute, Frau Schauer, wir haben verstanden, dass es solche Einzelfälle geben kann, wie immer sie am Ende tatsächlich abgelaufen sind. Wir haben verstanden, dass so etwas passieren kann. Hilft uns das bei der Einordnung dieses Unglücks, das da geschehen ist, dieser Katastrophe, oder macht es das eigentlich noch schlimmer? Das
Jetzt bin ich nicht sicher, was Sie meinen. Also, dass es einzelne Täter gibt, macht das sozusagen. Also wenn ich die Herren am Tisch höre, sind wir nicht sicher, ob es die Suizidvariante gibt. Es gibt es natürlich tatsächlich. Die Sicherheit zu wissen, was passiert ist, die hätten wir gerne. Mhm. Und die würde, so sind wir gebaut als Menschen, die würde das vorhersagbar machen. Mhm. Aber letzten Endes ist es eine seltsame Geschichte. Jede Beziehung endet mit Tod oder Trennung. Wir wissen es alle. Und wir wissen auch, wir können uns nicht davor schützen, keiner von uns. Und wir gehen Beziehungen sehenden Auges ein. Mhm. Nur wenn sie so grausam plötzlich abgebrochen sind, dann entsteht natürlich ein Riesenschock. Mhm. Es entsteht auch ein riesiger Schock, wenn es sehr viel Jüngere trifft, wenn es die sogenannte Generationenumkehr gibt. Genau. Was tut man da als Therapeut? Zunächst mal würde man einen Schritt zurückgehen und sagen, brauche ich da jetzt einen Fachmann, der mir meine Pathologie erklärt? Das wäre das sicher der falsche Weg. Da sind wir früher auch falsche Wege gegangen. Heutzutage würde man sagen, das ist so existenziell. Und auch so ein Bedürfnis, dass ich meine Kinder schütze und die aufziehe und die wieder Kinder haben, dass es gar nicht einfach nur unter pathologisch oder gestört laufen kann. Das heißt, diese Anerkennung dieses existenziellen Erlebnisses ist ganz, ganz zentral. Und erst viel später, und da kann man auch nicht von einer kurzen Zeit sprechen, ab wann das dann pathologisch ist, wie lange ich trauern soll. Die meisten haben nach einem halben Jahr die Geduld verloren und sagen, komm mal wieder mit, geh doch mal wieder mit raus, du musst doch mit deinem Leben weitermachen. Das kann Jahre gehen. Da muss einfach sehr viel Zeit gegeben werden und viel Respekt vorhanden sein. Respekt ist das richtige Stichwort. Herr Wahl, auch Crewmembers, also Crewmitglieder, Piloten beider Airlines haben natürlich getrauert und haben noch dazu befunden, dass sie flugunfähig sind, dass sie keine Maschine lenken können am gestrigen und am vorgestrigen Tag. Das ist vollständig verständlich. Wie glauben Sie, geht das weiter? Wie kann man auch den Kollegen die Angst oder die emotionale Besorgnis nehmen, die sie logischerweise genauso empfinden wie jeder andere Mensch auch? Wie macht man sowas? Ich glaube, tendenziell ist das sehr stark abhängig vom einzelnen Individuum und vielleicht auch von der Frage, wie stark denn der Kollege betroffen war. Germanwings ist eine eher kleine Fluggesellschaft, man kennt sich sehr gut. Und vielleicht ist sogar ein guter Freund betroffen, vielleicht ist ein Lehrgangskollege betroffen. Also Leute, die einem wirklich nahestehen. Und ich glaube, da gibt es eine ganze Bandbreite an möglichen Hilfen. Das fängt davon an, dass ich jemand, fängt damit an, dass ich vielleicht jemand einfach nur 2-3 Tage beruhigen muss. Und mag ganz bestimmt sogar so weit gehen, dass hier professionelle Hilfe nötig ist. Mhm. Herr von Randow, in den Ohren der Angehörigen klingt es zynisch. Im Grunde muss aber, Sie haben das vorhin erwähnt, der Flugverkehr weitergehen und er geht weiter. Welche Formen von psychischer Betreuung bieten Sie den Kollegen in den Airlines an? Was kann man tun für Piloten und für Crewmitglieder, die sich überfordert fühlen in dieser Situation? Also erstmal gehört dazu, dass wir das respektieren. Mhm. Das ist jetzt in den Unternehmen auch geschehen und das wird auch weiterhin so geschehen. Das heißt, wenn ein Pilot oder auch die Crew insgesamt, auch die Flugbegleiter, sagen, sie sehen sich außerstande zu fliegen, dann ist das völlig klar und wird respektiert, dass sie das nicht tun. Mhm. Und das wird ausgeglichen, da gibt es Ersatz. Wir erfahren im Moment auch Solidarität und Hilfe, auch sogar von anderen Fluggesellschaften, die sagen, wir unterstützen euch, wir helfen euch. Mhm. Wir helfen aus mit Piloten in Engpässen, damit auf jeden Fall das geschehen kann, was notwendig ist, dass die Menschen über ein solches Schockelement hinauskommen. Mhm. Wir haben das ja erlebt jetzt in den letzten Stunden, wie sehr auch die Kolleginnen und Kollegen betroffen sind über dieses Unfassbare. Das sind Kollegen, die sie kennen, mit denen sie vielleicht noch einen Tag vorher geflogen sind. Die sie seit langen Jahren kennen, mit denen sie unterschiedlichste Dinge miteinander erlebt haben, die jetzt nicht mehr da sind. Und das muss respektiert werden, das wird respektiert. Nicht nur respektiert, sondern es wird auch Hilfe angeboten. Und dazu kann auch gehören natürlich psychologische Betreuung, alles das, was erforderlich ist, und es wird gegeben. Carsten Spohr, der Lufthansa-Chef, Herr Spitt hat heute formuliert, dass diese Piloten die besten Piloten der Welt sind, Satz Nummer 1. Und die Ausbildung und die Qualität der Piloten gehören zur DNA seiner Firma.
Wie sehr glauben Sie dennoch, dass das, was passiert ist, dass diese Katastrophe auch an dem Image dieser Firma Schaden anrichten wird? Natürlich sind Katastrophen dieser Art dem Image nie förderlich. Weder der gesamten Luftfahrt, Flugangst allgemein wird immer erstmal hochkochen nach sowas. Und natürlich ist es immer auch für eine Firma unter Umständen existenzbedrohend. Wir haben Firmen wie Pan Am gesehen, die außer Betrieb, also aus dem Pleite gegangen sind, bankrott gingen, weil man sie eben Vorfälle schlecht gehandelt hat. Also der Pan Am-Absturz nach einem Bombenanschlag 1988 in Lockerbie war das Paradebeispiel, wie man schlecht macht. Und die Firma ist 3 Jahre später pleite gewesen, eine damals der größten Airlines der Welt. Man muss sagen, und das haben wir auch schon mit anderen Kollegen festgestellt in den letzten Tagen, Lufthansa und General Wings haben einen sehr guten Job gemacht, sich hier in der Öffentlichkeit zu stellen. Auch heute die Pressekonferenz von Carsten Spohr und Thomas Winkelmann war sehr beeindruckend, fand ich. Ich kenne auch Carsten Spohr ziemlich gut, er ist ja eigentlich selber Pilot. Deswegen ist auch diese DNA-Aussage von ihm wirklich ernst gemeint. Mhm. Ich kenne ihn, wie gesagt, relativ gut und fand auch heute, dass er wirklich absolut betroffen wirkte. Und das war keine Show, ihm wird ja auch vorgeworfen. Das macht er auch vielleicht manchmal so ein bisschen, dass er ein bisschen über dem Boden schwebt. Aber in der momentanen Situation nehme ich ihm es absolut ab, dass er in seinem Innersten betroffen ist. Und das hat er sehr gut rübergebracht. Es haben auch beide Chefs am ersten Tag bereits sich öffentlich hingestellt. Und das ist genau das Lehrbuch, was ganz klar sagt, man muss als Firma in so einem Falle Gesicht zeigen. Man muss sich auch vor die Angehörigen hinstellen. Und unabhängig von möglichen rechtlichen Problematiken, weil das ist in Amerika ein Riesenproblem, dass da keiner das irgendwas sagen will, nach dem Motto, sorry, nein, man darf nicht mal sorry sagen, weil man eben Angst hat, man wird dann auf Milliarden verklagt. Das ist hier eben ganz gut gelaufen, weil das muss einfach nicht passieren. Und deswegen, weil es so gut gelaufen ist, wir sich eigentlich alle einig sind in der Branche, in dieser Beurteilung, glaube ich auch, dass die Lufthansa an General Wings keinen nachhaltigen Schaden nehmen wird, imagemäßig. Ich wollte nur einen Satz sagen zum Thema General Wings Besatzung. Ich musste in den letzten Tagen sehr oft erklären, auch im Rundfunk und im Fernsehen, dass diese Weigerungen oder unfit to fly, diese Erklärung, ich bin nicht tauglich zu fliegen, ein gutes Zeichen sind, weil eben die Besatzungen ihre Rolle ernst nehmen und sagen, ich kann und will nur fliegen, wenn ich mich wirklich fit und tauglich fühle. Das werden ja auch die Piloten entsprechend ausgebildet und die Besatzungen, dass sie das tun. Und das ist eben nicht, wie in den ersten Tagen immer vermutet wurde in der Öffentlichkeit, jetzt eine Angst vor der A320 sei, was totaler Unsinn ist. Also deswegen, ich habe auch gleich gesagt, das ist eine positive Sache und Sie haben auch gesagt, zu Recht, das wird respektiert, muss es auch, aber das ist ja auch nicht überall so. Also ich glaube, das ist auch eine positive Erscheinungsform, dass das jetzt auch gesagt wird, ja, das akzeptieren wir. Das ist Teil, wie wir Sicherheit leben in den Unternehmen. Das heißt, dazu gehört, dass wenn ich sage, ich fühle mich nicht imstande zu fliegen, und dass ich auch das sage, dass ich auch, ich traue das zu sagen, das gehört zur Sicherheitsphilosophie. Das ist ganz wichtig, dass dieses Vertrauen geschaffen wird, weil ohne könnten wir gar nicht diese hohe Belastung auch bewältigen. Nun haben beide angesprochenen Herren, sowohl Carsten Spohr als auch Herr Winkelmann, heute in ihren Pressekonferenzen etwas getan, was ich auch noch mal bemerken möchte, nämlich im Grunde komplettes Einverständnis mit dem, was der französische Staatsanwaltschaft, sagte, zu erkennen gegeben. Wenn wir noch mal auf diesen Punkt kommen, Herr Späth, und es berechtigte Zweifel daran gibt, immer noch berechtigte Zweifel, nicht nur wegen des zweiten Rekorders, sondern weil es einen französischen Staatsanwalt gibt, der vielleicht ein bisschen zu voreilig war. Warum tun dann beide Airline-Chefs das, was sie tun? Ich gebe Ihnen recht, Frau Illner, ich war auch etwas überrascht, wie in der Pressekonferenz, das war ja nur recht zeitlich, sehr ziemlich direkt danach, nach dem französischen Staatsanwalt, beide Herren Winkelmann und Spohr wirklich genau auf 100% auf dessen Linie lagen. Ich hatte in einer gewissen Weise das Gefühl, die waren auch froh bei aller Tragik, dass irgendwie eine klare Auskunft zutage lag und es nicht eine endlose Hängepartie gibt, die wir im schlimmsten Fall in Malaysia Airlines 370 seit einem Jahr erleben, wo man überhaupt nichts weiß. Da übrigens habe ich auch Kontakt zu Angehörigen in Kuala Lumpur, die mir erzählen, sie beneiden die Angehörigen aktueller Abstürze, die wirklich Leichen haben zum Beerdigen, die einen Wrack haben, die wissen, was los ist. Und mir kam es heute so vor, in einer gewissen Weise, vielleicht war das auch nur zwischen den Zeilen oder nonverbal, aber dass die beiden Herren heute in einer gewissen Weise fast froh waren, dass sie sich mit einem Faktum auseinandersetzen konnten, was so klar vor ihnen lag, was auch vielleicht eine Versuchung war, deswegen in dem Moment vielleicht ein bisschen doch mögliche Zweifel, die wir jetzt gerade diskutiert haben, wegzudrücken. Und dennoch die Frage, die Auswertung dieses Voice Recorders hat ja eben auch die vorhin benannten Fakten zutage gefördert. Also klar war, wer in diesem Cockpit saß. Es ist offensichtlich auch klar, was mit der Maschine passiert ist. Und es ist ja auch eine bekannte Tatsache, wer diesen Voice Recorder eigentlich auswertet. Da sind Leute von Interpol dabei, da sind Bundeskriminalämter dabei oder eben auch das französische Kriminalamt. Da sind Leute dabei, die sich mit dem Airbus auskennen. Es sind welche dabei, die sich mit Luftunfällen auskennen. Irren die alle oder haben die ein Papier geschrieben, was diesen Staatsanwalt in die falsche Richtung drängte? Was glauben Sie?
Das kann ich schwer sagen. Ich glaube, im Moment kann einfach die Untersuchung noch nicht der Wahrheit sein. Faktisch kann sie es nicht sein. Wir wissen nicht genau, wann die Box exakt geworfen wurde, wann sie in Paris-le-Bourget im Labor der BIA, der französischen Behörde, analysiert werden konnte, also wann es begonnen hat. Was ich auch interessant finde, ist die Frage nach der Rolle des Datenaufzeichnungsgerätes. Denn wenn es so klar wäre, wie heute dargestellt, wäre es eigentlich gar nicht mehr nötig, das Gerät eigentlich zu dringend zu finden, weil dann ist eigentlich eh schon alles klar. Die haben ja die Daten, die haben die Atemzüge, können jeden Atemzug analysieren. Also das ist ein gewisser Widerspruch, dass jetzt alle auch sagen, wir müssen dringend diese Datenbox noch finden. Wenn die Lage so klar wäre, wie jetzt behauptet wird heute, dann bräuchte man die eigentlich gar nicht mehr. Mhm. Wir haben noch eine Frage an Herrn von Randow und die geht so, werden Sie auch, wenn die Nachrichten nicht mehr voll dieser hässlichen, traurigen, bitteren Informationen aus Frankreich sind, sich um die Angehörigen so kümmern, wie wir das in diesen ersten Tagen vermuten durften? Ja, das haben Sie auch heute gehört. Herr Spohr hat es ganz klar gesagt. Wir stehen zu den Verpflichtungen. Das ist einfach selbstverständlich. Und werden, Herr Ramsauer, alle politischen Konsequenzen, die es vielleicht gibt, weil man etwas auch aus dieser Katastrophe lernt, durchaus die Unterstützung der Politik finden? Ja, das ist ganz klar, wenn es der Luftsicherheit geschuldet ist, völlig klar. Aber diese ganze Sache, mit der wir uns jetzt auseinandersetzen, ist völlig ungeeignet, zum Gegenstand politischer Auseinandersetzungen zu werden. Ist es auch nicht. Und deswegen hat Ihre Sendung heute auch, ich finde das gut, einen völlig anderen Charakter, als das sonst üblich ist. Aber von politischer Seite oder von ministerieller Seite ist man gefordert, natürlich am Drücker zu bleiben und zu sehen, wenn Konsequenzen gezogen werden müssen, dass die auch konsequent durchgezogen werden. Ich erinnere noch mal an die Vulkanaschewolke, wie wir dann noch mal Jahre danach in alle möglichen Details nachgearbeitet haben und das System einfach wirklich zur Vervollkommnung gebracht. Wenn so etwas wieder passiert, könnten wir wesentlich besser agieren. Oder nach dem furchtbaren Bahnunglück in Hordorf, was ich erleben musste, wie wir dann über Jahre hinweg die Sicherheit im Schienensystem verbessert haben, da muss man natürlich dahinterher sein. Darin liegt die politische Verantwortung. Darum wollte und sollte es uns heute gehen. Ich darf mich bei Ihnen allen herzlich bedanken. All Ihre Fragen, liebe Zuschauer, die Sie noch haben an Maggie Schauer, stellen Sie bitte in den nächsten 30 Minuten im Internet in unserem Chat. Nächste Woche sehen wir uns nicht wieder, aber dann in 14 Tagen, gleiche Stelle, gleiche Welle um 22.15 Uhr. Merci nochmal an dieser Stelle. Wir haben heute darüber gesprochen, dass wir offensichtlich sehr wohl mit Angriffen von außen rechnen, wir weniger bisher mit Angriffen auch aus dem Inneren gerechnet haben. Und nun bringt uns diese Katastrophe an den Punkt, genau das zu tun. Nochmal ganz herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit.